So, wir sind zurück. Wir müssen höchstwahrscheinlich jetzt alles können Aufträge machen. Ich quatsch ihn jetzt mal an hier. Dich kenne ich doch. Wo ist Eris? Im Helmchenhof. Okay. Rennt er weg? Sollte ich jetzt... Ah, okay. Oh, die Hauptstory ging noch weiter. Es ist noch nicht alles Könner. Also dadurch, dass ich mit ihm geredet habe, scheinbar habe ich jetzt irgendwas installiert, das da weitergeht. Aber danach werden alles Könner Sachen kommen. Okay, alles klar. Dann gehen wir nochmal hinterher. Vorher nehme ich mir noch das da unten hier. Klaue ich den einfach. Die sitzen da in den Slums, haben da irgendwelche Sachen, was steht? Ja, genau, noch 200 Gil. Ich klaue den einfach noch deren Geld. Das juckt die gar nicht. Nee, nicht da lang. So, da ist Aerith. Ist was passiert? Ja, da wo die Kinder spielen, gab es einen Zwischenfall. Ein Mann in schwarzen Klamotten hat uns Angst gemacht. Zwei meiner Freunde sind weggelaufen. Ein Turk? Nein, sieht nicht so aus. Der wohnt hier in den Slums, hat immer so einen alten Umhang um. Ich glaube, okay. Er ist krank. Kein Turk, also einfach nur ein Eumel. Und auf seinem Arm ist eine Nummer. Die armen Kinder. Ich sehe mir das mal an. Ich komme mit. Hab da so eine Vorahnung. Okay, gut. Okay. Ich habe nämlich keine. Hier lang. Ja gut, dann gehen wir dem Jungen erstmal hinterher. Ganz kurz mal, bin ich denn aufgelevelt genug? Kommt nicht in Frage. Ja, komm, wird schon reichen. Irgendwas? Nö. Ja, ja, Junge, wir kommen ja schon. Wir kommen ja schon! So. Ach, guck mal, wer hier ist. Ja, mit dir kann ich gleich erst labern. Ich muss erstmal noch den Jungen hier verfolgen. Schnell! Hier hinter haben die Kinder ihr Geheimversteck. Aha. Erwachsene haben da eigentlich nichts zu suchen. Aber ist ja ein Notfall. Ja, dann werde ich wohl vermutlich ein paar Ohrlaschen verteilen müssen. Wenn sich da noch jemand anderes eingeschlichen hat. Mugi. Da bist du ja. Ich habe Eris mitgebracht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden euch helfen. Und was ist mit den Monstern? Das wird schon. Cloud ist nämlich unheimlich stark. Ich war mal bei Soldat. Wo ist der Mann hin? Keine Ahnung. War plötzlich weg. Die Kinder sind jetzt ja wohl wichtiger. Hier lang. Ich dachte, der geht da durchs Rohr durch. Okay, ja gut, dann gehen wir erstmal noch da hinterher. Ja, warte mal. Bevor ich da hingehe, will ich aber erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas bei den Blagen zu looten gibt. Kann ja sein, dass die noch irgendwas... Ja, da haben die nämlich was. Zack, dann holen wir das mal. Eine Mogri-Medaille. Gibt es hier noch was? Ja, sieht nicht so aus. Alles klar. Gut, dann komme ich jetzt. Ja, wir beeilen uns, ja. Hier sind sie rausgelaufen. Seid vorsichtig. Wo sie wohl hingelaufen sind? Okay, warte mal. Wir, bevor wir irgendwas machen, pumpe ich uns hier mal ein bisschen mit Heiltrank auf. Das wird wohl reichen für beide. Was ist das hier für eine schöne Seilwinde? Boah, ist das denn da unten? Da stehen sie, die Lümmel. Da warten sie auf mich. Ach, da sind auch noch ein paar. Fällt mir im Traum nicht ein. Es ist auf. Okay, das ging schneller als erwartet. Ich habe gedacht, dass ich hier noch ein bisschen schwieriger rumkloppen müsste, aber dem ist nicht so. Da unten hüpfen sie. Gucken wir erstmal hier noch, ist hier noch was? Nee. Da ist nix. Muss das wirklich sein? Okay, komm, machen wir einmal mal ein bisschen Schwertsturm gegen den Igelflo hier. Zack, zack, zack. Auch kaputt. Warte mal, was ist denn hier oben noch? Hier oben gibt's scheinbar noch ein bisschen was, ja. Megatrank, da hinten ist nix. Alles klar. Ah, dort drüben. Ja, die habe ich vorhin schon gesehen. Ach nee, da sind Kinder. Ah, okay. Die habe ich vorhin nicht gesehen.
Alles klar, dann holen wir die mal. Hier noch irgendwas. Ja. Da vorne sind so ein paar kleine Wehrratten. Existiert tatsächlich. Da sind ja noch welche! Endlich! Da hinten kommen noch mehr. Hier geht's richtig ab. So. Alles klar, komm hier. Schwertsturm gegen alle. Okay, das war's schon. Ja, warte erstmal ab. Erstmal gucken, was hier so ist. Die ist mir ein bisschen zu voreilig. Ein bisschen zu schnell. Immer fix, fix, fix. Wir haben ja alle Ruhe. Die Kinder, die halten das schon aus. Die haben sich in die Situation hineinmanövriert. Die werden auch schon rauskommen. Das Ding hier erwacht doch gleich zum Leben, oder nicht? Das sieht doch aus wie so ein Gegner. Da unten steht doch auch nur einer von denen rum. Okay. Hier können wir lang gehen. So. Erstmal gucke ich hier hinten, bevor ich zu denen hingehe. Da war's da. Denn ist doch was, oder? Da ist einfach nur ein Loch drin. Auch nix. Auch nix. Ja komm, dann hauen wir hier auf die Tube. Erstmal kurz die Igelflöhe wegmachen. So. So, Magie. Wir wollen Blitz. Nicht gegen dich, sondern gegen den Smogger. Ne, nochmal Magie, Blitz gegen den Smogger wieder. Ha, da stand ich mal ein bisschen nah dran. Ich habe irgendwie geträumt gerade. Aber hier geht's ja noch richtig ab. Jetzt sind sie aber alle weg, oder? Ne, hier hinten lebt noch was. Okay, Aerith hat jetzt auch endlich mal eine Magie hier. Gucken wir mal, was Aerith so kann, was ich ihr gegeben habe. Sie hatte Eis. Okay. Ah, hau mal Eis drauf. Mit Cloud gehen wir jetzt nochmal... Oh, Cloud kann gerade nicht zaubern. Dann hauen wir hier das Limit drauf. Ach, hier sind mehr als ein Smogger. So, Blitz auf den Smogger da hinten. Also weg von der Selbstzerstörung. Okay. Gut. Habt ihr was überlassen hier? Boah, ich muss mehr mit Blocken arbeiten. So, Kinas. Ja, jetzt könnt ihr wohl nicht mehr zurückkommen. Bestimmt wegen der Reaktorexplosion. Ich gehe. Kommt. Danke. Du bist echt cool. So bin ich. Oder Cloud. Also, gehen wir zurück? Ja, alles klar. Geleitschutz für die Grünschnäbel. Ich will nur einmal jetzt kurz gucken, nachdem wir alles platt gehauen haben. Scheint es hier nichts mehr zu geben. Okay. Ich kann doch nur ganz langsam gehen. Jetzt erst wieder schnell. Bedeutet wohl eher, da ist nichts mehr. So. Hier. Okay, habe ich es nicht vorhin noch gesagt? Der steht bestimmt auf. Fuck, jetzt hat er mir die Magie genommen. Nehmen wir Fertigkeiten, dann gehen wir mit dem Schwertsturm gegen ihn vor. So, jetzt können wir aber wieder mit Blitz drauf gehen. Blitz!
stark geworden. Wisst ihr, Cloud war mal bei Soldat. Wirklich? Ja. Bist du auch im Krieg? Streng. Kann man darauf? Kann man nicht, ne? Nee, kann man nicht. Okay, Nas, dann geht mal da durch. Nee, ich geh erstmal dahin. Scheiße. Okay, warte, dann muss ich gleich noch da anders hin. Ich hab da gerade was gesehen. Hause alle weg hier. Zack, zack. Komm, so. Da nehme ich. Ach, die wollen sowieso da lang gehen. Ach, verdammt, von da bin ich vorhin gekommen. Ich hab nichts Besonderes gesehen. Da geht da rauf. Okay, muss ich vorgehen? Ja. Ja, richtig klasse. Schwusch, schwusch. Das geht so. Ja, gleich kriegt ihr mal die Breitseite von dem Schwert hier, wenn ihr mir weiter auf den Sack geht. Boah, gleich gibt's mal ein paar ordentliche Backpfeifen. Nein. Hier. Erst schwusch, dann wusch. Nicht wahr, Cloud? Stimmt's, Cloud? Ich find's super, wie Cloud einfach gar nicht antwortet. Wie ihm das vollkommen scheißegal ist, dass die Blagen labern. Komm hier! Hoi. Klein tiefer. Tiefer! Tiefer! Tiefer. Tiefer? Oh, jetzt gehen wir in die nächste Eifersuchtsnummer. Nichts. Tifa, ist das etwa deine Freundin? Nein. Jetzt bist du wieder sauer. Bin ich nicht. Ist nur... Ach, ist schwer zu erklären. Verstehe. Dort sind wir gerade gekommen. Okay. So, dann gehen wir wieder zu den Kiddies. Die freuen sich jetzt alle. Danke. Bitte. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid, hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Okay, wir haben jetzt eine Berechtigung fürs Versteck. Obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Okay. Weiß zwar nicht, was uns das bringen soll, dass wir da jederzeit rein können, aber wir können es jetzt. Oh. Das ist doch der Heino aus Sektor 7. Der das Zimmer neben Cloud hatte. Ein Nachbar von mir leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal. Sieht ziemlich ähnlich aus. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. Du hast nichts zu befürchten. Sephiroth was? Der Held? Sephiroth? Ist er nicht vor 5 Jahren? Ja, ich habe so die Befürchtung, dass das nicht in Wirklichkeit ein Held ist. Mag sein. Aber ich glaube, er lebt noch. Oh, verstehe. Cloud, gehen wir. Oh, vielleicht bin ich die Gestalt aus der Sage, die... Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Okay. Dann. Hey Cloud, bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Okay, er gibt mir die Alleskönner-Aufträge. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich habe schon einen Job. Multitasking heißt die Devise.
Ich sammle immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. Na gut. Dann erzähl mal hier. Hier gibt's viele Probleme, die wir Kinder nicht lösen können. Wäre toll, wenn du uns hilfst. Okay, was haben wir denn alles hier so? Wir haben hier den mysteriösen Mogri-Händler. Okay, dann haben wir hier randalierende Waffensysteme und hier auch noch was, Kinder auf Patrouille. Und hier hinten in Aerith House geht dann die Hauptstory weiter. Also kümmern wir uns jetzt erstmal um die Alleskönner-Aufträge. Jetzt frage ich mich gerade, wo kriege ich von den Kindern die Mucke her? Ich werde allen Leuten vom Alleskönner erzählen, Cloud. Dann findest du bestimmt mehr Arbeit. Irgendwo muss man ja hier was kaufen können. Erstmal reden wir mit ihm. Ein Mogri! Ihr könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall, willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Nein. Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mokis können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Na dann. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mokri Medaillen eintauschen, Kupo. Aber warum sagt er ständig Kupo? Okay, wir kaufen was und zwar will ich... Okay, es gibt nur den Mitgliedsausweis. Ich dachte, hier kriegen wir die Mucke. Ja, natürlich, die nehmen wir. Also nichts anderes. Komm vorbei, wenn du Mokri-Medaillen hast, Kupo. Ich hab sogar tatsächlich welche. All den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mokri. Verstehe. Wie Mok in der Geschichte. Boah, kann man die Dudelmusik irgendwie ausstellen? So, der mysteriöse Mogri-Händler. Dieser Auftrag wäre abgeschlossen. Alles Könner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Okay, also einen haben wir jetzt schon gelöst. So, da ist jetzt der Mogri-Shop, da können wir Sachen kaufen. Da gibt's Chatley. Dem können wir gleich erstmal wieder ein paar Analysedaten geben. Wir schauen uns jetzt erstmal echt ein bisschen in Slums um und kümmern uns um die anderen Alleskönner-Aufträge. Ich rede nochmal kurz mit ihm. Ich werde allen Leuten vom Alleskönner okay. erzählen, Cloud. Das war's schon. Dann findest du bestimmt mehr. So, dann rede ich nochmal mit ihm. Vielleicht kann ich jetzt das Lied kaufen. Herzlich willkommen im Mockshop. So, kaufen. Was hast du denn hier? Was ist das denn hier? Bücher? Okay. Silberstab, Emblem der Erlösung. Okay, der Silberstab für Aerith ist nicht so gut gerade, leider. Okay, Friedhofsschlüssel. Alles klar, den kaufe ich auf jeden Fall. Ja. Da ist das. Da ist die Mucke. Kaufen wir auch. So, was haben wir denn hier? Einführung in die Schwertkunst, Einführung Handbuch Schusswaffen, Kampfkunst. Blablabla. Bla, bla. Waffen hatten wir sonst nichts, ne? Die brauchen wir beide nicht. Ne. Bringt uns gar nichts. Eta. Haben wir selbst 19 im Besitz. Ich weiß nicht, soll mir für die Mogri-Medaillen kaufe ich vielleicht all das Zeug hier einmal. Achso, das war für 5. Ich dachte für eine. Alles klar. Na gut, dann kaufen wir nichts weiter erstmal. So, ich hoffe, wir haben dich glücklich gemacht, Junge. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Ja, mach das mal. Klingt gut. Klingt gut. Sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Ja, ich habe ein richtiges Verlangen, noch mehr Medaillen zu suchen, um den Kleinen da glücklich zu machen. Alles klar. So, wo gehen wir jetzt als erstes hin? So, Kinder auf Patrouille hätten wir hier unten. Das andere hier ist ein bisschen näher.
Wir können ja jetzt hier rausgehen, dann gehen wir noch bei Chetli und Co. vorbei, können uns die Läden noch ein bisschen angucken und dann nehmen wir oben randalierende Waffensysteme als erstes. Ja. Ist wieder ein bisschen müßig da, immer so reinzugehen. Alles ein bisschen lahmarschig. So, da vorne ist unser guter Kumpel. Hallo Cloud! Der Chetli. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Wie immer. Cloud unterstützt mich netterweise bei meiner Forschungsarbeit. Das klingt spannend. Darf ich mitmachen? Lass mich kurz deine Daten abgleichen. Nanu, das ist ja merkwürdig. Über dich sind gar keine Daten verfügbar. Wovon redest du? Ein Fehler bei der Datenübertragung? Sei's drum. Wenn du zu Cloud gehörst, bist du herzlich willkommen. Okay, was haben wir denn da zu kaufen? Erstschlag. Zu Beginn eines Kampfes ist die ATB-Leiste um einen zufälligen Wert aufgeladen. Aha. Nicht, gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir mal. Ermöglicht mit L und R, also L1 und R1 den Einsatz von ATB-Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATB-Leiste verdoppelt, kann nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Nehme trotzdem mal. Ich meine, was soll der Geiz? Was anderes hat er nicht, ne? Okay. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Ja, Cloud, gib mir Mühe. Ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermaterie aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermaterie nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Klar. Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Ja. Okay, Chetlis Geheimnisse haben eine neue Funktion hervorgebracht, VR-Mission. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Sprich mit Chetli, wenn du dich an ihn versuchen willst. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Alles klar, ich gehe mal hier auf die Bank und dann machen wir mal eine VR-Mission. Und trink mal ein Schlückchen. Jetzt sind wir fit und gucken wir mal, wie viele VR-Missionen hat er denn? Ich bin dankbar für deine Unterstützung. Jetzt gebe ich erstmal noch andere Kampfberichte ab. Okay, ich habe gedacht, ich könnte sofort in die VR-Mission rein. Neue Materia entwickeln. So, VR-Mission, wie viele haben wir denn hier? Eine, Shiva. Als Ergebnis der Auswertung der gesammelten Daten zum Eiselement konnte Shiva die Eiskönigin erfolgreich reproduziert werden. Was nun noch bleibt, ist das Verhalten im tatsächlichen Kampf zu überprüfen. Der Auftrag ist, eine Kampfsimulation mit der Esper Shiva durchzuführen. Da gehe ich aber eben kurz nochmal... Ich habe Feuer, ne? Ne, ich habe Frost gewählt, ich oder? Ich freue mich auf weitere Daten zu Ja, warte mal kurz, kleiner Heino. Ich will mal kurz gucken, was ich hier an Magie gerade noch drin habe. So. Materia habe ich nämlich bei Cloud... Glut. Ne, ich habe Glut drin. Okay, ja, dann können wir es doch machen. Ja, die Magie. Feuer, feurer Blitz. Aerith hat Eis. Okay. Ja gut, wir machen es jetzt einfach mal. Ich hau der ein bisschen ich Feuer würde mich um, sehr freuen, wenn um du die mich Ohren. Auch weiterhin unterstützt. Probieren wir es mal aus. Jetzt lege bitte dein Portal. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Begeben wir uns in VR-Welten. Shimra Combat Simulator. Okay, die sieht echt frostig aus. Okay, Eiswelle lief nicht so gut. Alles klar, ich muss mich mal ein bisschen beeilen hier. So. So, wir nehmen sofort Feuer gegen sie. Das war doch klar, jetzt ist sie nämlich schockanfällig. So, was machen wir mit Aerith? Aerith macht was?
Entzieht dem Gegner MP, verstärkt Wirkung bei Gegnern im Schockzustand. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Hier mit Gebet würde sie heilen. Magie hatte sie jetzt nur Eis, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Das ist auch geil, wir sind schon wieder... Also sie ist schon wieder im Schock. Wieder einmal eine Runde Feuer drauf. Okay, wir können beschwören und beschwören natürlich Ifrit jetzt. Viel Spaß! Ifrit als schöne Feuer-Esper wird natürlich das Vieh jetzt komplett kaputt knallen. So, Flammensturz. Auf Shiva, zack. Ach, vielleicht lassen wir noch Feuersbrunst drin dann. Dann machen wir jetzt gleich mit Klauten Flammensturz hier. So, ne, jetzt machen wir es bei ihm. So, einmal Feuersbrunst. Okay, die wird kaputt sein jetzt. Das war klar. Okay, das lief doch ganz gut. Das war hervorragend. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier, bitte. Die Materia gehört nun dir. Cool, alles klar. Wir haben jetzt eine Eismateria bekommen. Passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Okay. Gut, was hätten wir denn jetzt hier noch? Gibt es ein neues zu kaufen auch? Stehlen? Sonst für ein Huni? Provozieren? Effizientes Blocken. Ja, okay. Gehen jetzt erstmal noch ein bisschen rum hier. Weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Okay, weil hier läuft ja irgendwo läuft hier eine Musik. Ja, die gibt es bestimmt bei ihm. Ob Materia oder Altmetall, in diesem Teil der Stadt findet man so einiges. Ich wusste es, okay. Wo kamen wir? Was hat er so an Materia? TP-Boost, ja, das war's. Da kaufen wir bei ihm schon mal nicht. Schau wieder mal rein. Gut, was haben wir hier noch in der Nähe? Wir haben jetzt noch den Laden hier. Was ist das hier? Die Slums von der Krämerladen. Hier, was du so anzubieten. Ja, Tränke haben wir auch noch genug, würde ich sagen. Was anderes gibt's hier nicht. Tschüss. Ja, tschüss, ne? So, da waren wir schon. Dann, hier unten ist noch ein Waffenladen. Sollen wir noch eben kurz zu dem Waffenladen gehen? Komm, dann gehen wir noch zum Waffenladen. Nein, da. Hier gibt's die Waffen. Den können wir nicht labern, aber mit ihm. Selbstschutz ist die erste Bürgerpflicht. Das gilt besonders. So, was hast du denn Feines? Lederschutzreif. Titanreif. Magischer Armreif, Titanreif. Oh, Titanreif wäre ganz gut für Cloud, sehe ich gerade, oder für Barrett. Ja, kaufe jetzt einmal. Für Cloud. Die Reife haben wir alle schon. So, Ohrringe braucht keiner so wirklich. Ne, alles klar. Genügt das deinen Ansprüchen? Ja, genügt. Ich möchte jetzt
das natürlich ausrüsten. Und zwar kriegt Cloud den anderen Reif jetzt. Den Titanreif. Da ist er. Ich hatte schon einen Titanreif. Natürlich noch schlimmer. Okay, ich hatte schon einen. Gut, da können wir noch eine Materie einsetzen. Erstschlag. Das gefiel mir ganz gut. So, das heißt aber auch, dass wir Barrett schon den Titanreif geben können. Der hat nämlich auch... hier auch noch einen offen dann. Vielleicht Barrett hier noch schönes. Barrett mal für später Toxin. Okay, sonst sind alle Sachen verteilt. Sehr gut, alles klar. Gut. So, Waffen haben wir auch. Das war jetzt alles hier. Dann gehen wir doch jetzt mal zu randalierende Waffensysteme. Da wären wir auch schon. Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Ja komm, da geh ich hin. Die hau ich um. Ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Okay, dann müssen wir wohl da runter. Also hier rechts lang, dahin. Dann gucken wir mal, was wir hier bekommen können. Wollen wir noch schauen, ob irgendwas am Seitenrand ist. Na, bis jetzt ist noch nicht viel da. Geil, hier ist ein Panzer. Wenigstens noch ein paar Kisten, die wir kaputt hauen können. So, wo müssen wir lang? Links rauf, was ist denn rechts lang? Rechts lang wissen wir noch nicht. Gucken wir doch mal. Ah, hier konnte ich vorher nicht hingehen, weil man hier einen Schlüssel oder sowas braucht. Tatsache, das ist das Schloss für den Friedhof, würde ich jetzt mal schätzen. Oh, hier ist alles voll mit Spinnweben. Wer weiß, was es hier noch irgendwann mal geben wird. Junge, Junge. Also hier wird es garantiert irgendwann mal noch einen Feind mit einer dicken Spinne geben, würde ich mal tippen. Okay, aufgelevelt sind wir alle. Also was heißt, wir sind voll mit Energie? Okay. Mehr ist da erstmal nicht. Gut, dann hier runter. Wir waren im Zielbereich, oder? Ja. Okay, was bist du für einer? Das Coole ist ja, wir haben ja hier den Gang aufgemacht. Das heißt, wir können hier lang gehen. Also ganz flott. Zielbereich ist aber hier rechts. Wie checke ich das nicht? Ja doch, der Zielbereich ist da, der wird mir aber hier oben nicht wirklich angezeigt. Nee, das ist nicht richtig. Ich würde sagen, wir waren gerade schon richtig. Jetzt mal hier lang. Weiter nach oben. Ich meine, ist das... Kackdinger da ja auch gerade lang gelaufen. Hier lang? Komm an. Ich gehe erstmal hier lang jetzt. Da sind sie. So, okay. Gucken wir mal. Fertigkeiten, machen wir eine Analyse von den Dingern hier.
So, eine Monodrive-Subspezies, die bei der Explosion vom Mako-Reaktor 5 beträchtlichen Mengen an Mako-Energie ausgesetzt war und infolgedessen mutiert ist. Sie ist mehr als doppelt so groß wie ihre gewöhnlichen Artgenossen und dementsprechend stark. Die Barriere, die ihn vor physischen Attacken schützt, lässt sich mit Magieattacken brechen. Scheinbar scheißegal welche. Okay, machen wir mal ein bisschen Magie hier drauf. Ja, wir nehmen mal Blitz gegen die Dinger hier. Wirkungslos, okay. Nichts überstürzt. Oh, ich bin irgendwie auf Aerith gewechselt, wollte ich gerade gar nicht. Aerith kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf Viereck gedrückt hältst, führt sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Das probieren wir nochmal aus. Okay, das bringt gar nichts hier. Okay, sie ist echt ziemlich nutzlos gerade. Wir machen mit ihm weiter. So, wir brauchen mal Magie. Ich nehme jetzt mal Feuer einfach gegen die Viecher. Auch wirkungslos. Fertigkeiten. Gebet. Naja, noch haben wir genug Energie, würde ich behaupten. Auch wirkungslos. Ey, die Viecher machen mich ganz schön platt hier gerade, würde ich behaupten. So, wir gehen jetzt mal auf Fertigkeiten und schön Schwertsturm. Also manchmal kommt man ja an welche dran hier, manchmal nicht. Wir sind ja nicht die ganze Zeit durchweg wirkungslos. Okay, jetzt haben wir wirklich ein bisschen was bewirkt hier. Bisschen was kaputt gehauen. Verdammt! So, machen wir erstmal wieder schön Schwertsturm gegen die beiden. Schwertsturm hier. Jetzt gehe ich aber wirklich mal auf sie. So, wir nehmen bei ihr mal Fertigkeiten und machen Gebet. Überlass das ruhig mir. Triffst du von dort besser? Ist das jetzt fertig? Na, ach, der ist immer noch da. Ich dachte, der wäre weg. So, komm, Limit auf das Kackvieh hier drauf, ey. Das war's dann. So, das war's tatsächlich. Uiuiui, das war ein wirklich sehr randalierendes Waffensystem, würde ich sagen. Okay, wir müssen jetzt wieder zurück. Das ist, das ist immer noch der Zielbereich. Ey, das irritiert mich voll oft immer, wenn hier diese Zielbereich-Sachen so angezeigt werden. Vielleicht muss ich dann nochmal gegen die Dinger kämpfen. Ja. So, hier geht's einfach noch weiter nach oben. So, wir sind von da unten gekommen. Ist halt die Frage, was war hier nochmal? Hier gibt es nur den Bahnhof, ne? Ja, okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder hier zurück. Unseren Auftraggeber. Es sei denn natürlich, hier rennt noch irgendwie Zeugs rum. Da gibt es ja noch mehr von denen. Mich kriegt keiner unter. Gibt es tatsächlich. Verdammt, okay. Komm mal her, du Lümmel. Okay, jetzt wird's wieder schlimm hier. Schön Schwertsturm gegen die Dinger hier. Zack. Genau so.
Ey, ich habe eine Mummi-Medaille. Okay, gut. Ja, das haben wir geschafft. Alles klar, wir kehren zurück. Mit unserem ersten erledigten Alleskönner-Auftrag hier, oder es war gar nicht der erste, der mit den Kindern labern war der erste. Da bist du ja. Ich habe schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren. Daran kann nur die Explosion im Mako-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. So sieht's aus. Gut möglich. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn Sie wieder ein Problem haben, wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden können. Natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Es wird wohl wieder Krieg geben. Das da oben? Ja. Ich würde sagen, da war ich das schon mal. Dann reden wir einmal mit ihm. Oh, dich kenne ich doch. Du bist also der, den sie den Alleskönner nennen. Wer bin ich? Weißt du, Mr. Bird Reynolds. Das ist der Todestag meiner Frau. Und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Sicher doch. Das wird nicht billig. Danke dir, mein Sohn. Geil, kannst du da hingehen und für mich beten? Ja, wird aber nicht billig. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Ja, ich habe einen Schlüssel. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verirrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggy nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Yep. Okay, Ruhe in Frieden. Das ist... Wo? Ist das da, wo ich gerade war? Ja, das ist genau dort, wo ich gerade war. Alles klar, dann gehen wir da nochmal hin. Muss ich da lang? Links hier rauf, ne? Ja. Okay. So. Mach mal Platz hier, Junge. Was ist denn mit euch? Alter A, hat er gesagt. So, ja, dann gucken wir mal, gegen was wir kämpfen müssen. Ich würde sagen, es ist eine riesige Spinne. So. Ist das hier schon? Ja. Es ist schon hier. Ja, es sind Spinnenviecher. Zück das Schwertchen hier. Ich gehe mal davon aus, dass die wieder sehr eisanfällig sind. Oh Gott, die haben mich vergiftet. Alles klar. Ja. Ich brauche erstmal gegen Gift. Gegen Gift. Scheiße, ich hab gar kein Eis hier. Hat sie Eis? Fuck! Ah, dann nehmen wir Feuer. Feuerbrand! Ich bin schon wieder vergiftet worden. So, Fertigkeiten. Wir machen einmal eine Analyse. Eine Subspezies der Gastrüt mit schwarz-gelben Tupfen und einem höchst wirkungsvollen Toxin. Keine taktischen Informationen verfügbar, okay. Ja, ich würde sagen, Eis wird trotzdem wirken. So, wir gucken mal, hat Aerith nicht Eis jetzt drin? Eis, okay. Bleib bei.
Was? Wow, Eris! Was? Ich bin auch mit von der Partie! Neuer Versuch! So. Halte Dreieck gedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren und durch Loslassen der Taste einen besonders mächtigen Magien am Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. Aha, okay. Ja, toll. Jetzt schläft sie ausgerechnet ein. Fantastisch. Okay, es wird wohl Zeit hier... Ich kann die Esper nicht beschwören. Warum kann ich das nicht? Warum kann er das nicht? Okay. Dann müssen wir... leider einen kleinen Schwertsturm hier ausführen. Verdammte Axt! Kannst du mit Gegenständen wie Haltung? Ja, das weiß ich. Sinken TP aller Gruppenmitglieder auf 0, heißt Game Over. Das ist so schlimm gerade. Ach, okay, es ist tatsächlich so schlimm gerade. So, wir müssen einmal Gegenstände nehmen. Er braucht einen Megatrank. Ich gebe nicht auf. Und dazu muss ich einmal Gegenstand wieder nehmen. Ich brauche unbedingt wieder Gegengift. Jetzt gebe ich alles. So, Limit. Irgendwelche letzten Worte? Okay, das Vieh hat mir kaputt gehauen hier. Chocobo-Küken tickt auch nochmal vollkommen aus jetzt. Vielen Dank. Sehr gut. Okay, wir haben es geschafft. Ich wollte gerade eigentlich nochmal auf sie wechseln, um zu gucken, ob man da was machen könnte. Okay, das ist das Grab. Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Nee, wir gehen noch nicht so zurück. Ich will mich erstmal auf die Bank hier setzen. Okay, den Weg sonst können wir zurückgehen. Was anderes war hier ja nicht, soweit ich weiß. Wieder hin. Dazu müssen wir einfach hier wieder lang. Okay, dann hier lang. Kommen wir wieder in die Slums rein. Da oben hin. Gucken die da eigentlich immer noch Fernsehen? Ja. So, ich habe mit deiner Ollen oder bei deiner Ollen gebetet. Bezahl mich dafür. Irgendwie geht's jetzt wieder nicht mehr weiter hier. Ich stehe wieder in deiner Schuld. Hier, deine Belohnung. Ein Nietenreif. Hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Oh nein. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr. Das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Ja, Schicksal. Allein schaffe ich es nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür.
Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Geld. 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Ach, Cloud. Das war jetzt nicht so clever. Na, da sieht jemand nicht so fröhlich aus. Auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du. Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Okay, was hätten wir denn hier jetzt noch? Hier unten gibt's noch einen Song. Eine Jukebox ist da unten, okay. Das ist nur eine Bar. Wir haben immerhin noch ein paar Bereiche, die wir noch nicht abgeklappert haben. Vielleicht wäre es auch gar nicht mal so dumm, nochmal zur Kirche zurückzugehen, ne? Kann man da überhaupt nochmal zurückgehen? Wahrscheinlich nicht. Könnte man mal ausprobieren. Aber erstmal wird es halt noch für einen weiteren Alleskönner auftragen. Hier ist auch noch irgendwas. Stahlberg. Da ist auch noch irgendein Durchgang. Ja, stimmt, da konnte man auch nicht rein vorher. Okay, gut. Erstmal machen wir noch den nächsten Auftrag. Das ist Kinder auf Patrouille.